Willkommen zurück zu einer neuen Folge Day of the Tentacle. Ja. Und ihr werdet es mir nicht glauben, es wird wahrscheinlich immer so aussehen. Der Junge spielt, bis er nichts mehr weiß. Und dann macht er eine Aufnahmepause, kommt zurück und weiß neue Sachen. Jedoch schwöre ich euch, dem ist nicht so. Ich gucke mir nur die Folgen beim Rendern hier immer wieder an, um zu gucken, ob da nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein Scheiß bei rumgekommen ist und ich dann was schneiden müsste oder so. Also jetzt nicht, weil ich scheiß laber, das mache ich auch so, das bleibt ja auch drin, wie ihr seht. Aber irgendwie, keine Ahnung, dann mal. Es gab zum Beispiel schon mal, dass ich zwischendurch mal weg musste und dann die Figur einfach abstehen lassen und dann da reingeschnitten habe. Ich kann ja mal gucken, ob ihr den Schnitt findet. Aber wobei, müsste man eigentlich hören. Nein, aber dann kommen mir immer noch Ideen, wo ich dann denke so, oh, ey, wenn sich das jetzt irgendwer anguckt, der muss auch bestimmt denken. Nee, das will ich nicht schneiden. Warum machst du sowas nicht? Okay, aber meine Idee war sowieso Bullshit. Traurig. Ich dachte, vielleicht kann man aus dem Laborkittel geilen Stoff machen. Für Ben Franklin. Aber kann man natürlich nicht. Ja gut, damit bin ich schon wieder völlig ahnungslos. Hi. Keine Zeit. Ja, keine ich mache Zeit. Geschichte. Am Arsch keine Zeit. Warum? Du bist doch der größte Penner, den es gibt. Irgendwas hier, Textbuch. Willst du dieses großartige Buch ausleihen? Ist es leicht und wasserdicht? Nein. Dann kann ich es nicht brauchen. Leicht und wasserdicht will er, okay. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Ich hab hier was für dich, Mr. Superhirn? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen, wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Na toll. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. Okay. Jetzt! Da sage ich letzte Folge noch. Yippie! Benutzen und gib ist eigentlich immer das gleiche. Nur bei dem Scheiß. Zieh ihn dir an! Alles, was jetzt noch fehlt! Also, was passierte, nachdem ich ohnmächtig wurde? Nun, nachdem der Blitz den Drachen getroffen hatte, stürzte er runter auf deinen Kopf. Der Blitz? Nein, der Drachen. Mist! Was meinst du, sollten wir machen? Weiter versuchen. Das nenne ich Forschung. So, weil jetzt muss ich nämlich schnell. Das machen. Jetzt! Hilfe drücke! Okay. Ja, sag ich noch, benutze und gib ist eigentlich immer das gleiche, außer bei dem Scheiß. Er fliegt so seltsam! Mantel natürlich. Du hast es! Bleib so! Er ist zu schwer! Ich kann ihn nicht kontrollieren! Moment noch, Ben! Bleib so! Er bricht aus! Er bricht aus! Renn um dein Leben! Na, das war interessant! Jau! Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein, den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück! Ja, oh, ist ihm zum Glück runtergefallen. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Ja, dieser scheiß Mantel, der hat immer versucht, sich den anzuziehen, wenn ich den benutzen wollte. Und dabei musste ich nur einmal auf Gip drücken. Aber noch ganz groß tönen, ja, das ist eigentlich gar nicht notwendig. So, das war's eigentlich. Boah.
Laut meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Deine Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Großartig. Hoagie, ich bin so froh. Ciao. Laverne, super. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Einen Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Haha! Ihr könnt die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin. Oh oh. Keine Sorge, Jungs. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Oh, Grün-Tentakel. Oh oh. Wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's. Nein, wartet! Ihr könnt nicht alle in einen Kasten gehen. Habt ihr etwa die Fliege nicht gesehen? Oh. Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Bernard zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grün-Tentakel. Wie war das, Grün? Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen, seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich werde euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Ups. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr 10 dort. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Niemand darf sie anfassen. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Entschuldige mich, uns. In Ordnung. Der Rest von euch kommt mit mir. Nächste Station, die Welt! Was machen wir jetzt? Wow! Die Wirkung lässt nach. Aha! Lauft los! Verdammt! Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Leise, vielleicht findet er uns ja nicht. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Okay. Doof gelaufen, würde ich mal sagen. Sehr doof sogar. Wir müssen irgendwie die Matschmaschine ausschalten, wenn ich das richtig sehe. Also runter in den Keller. Aber da müssen jetzt 10 Popos rumstehen. Reden wir mal mit denen. Entschuldigt mal.
Was wollt ihr? Dürfen wir wohl den Hebel da umlegen? Könntet ihr uns etwas Chinesisches zu essen holen? Hinter euch ein dreiköpfiger Affe. Welcher von euch ist der echte Purpurtentakel? Welcher von euch ist der echte Purpurtentakel? Wir alle, Blödmann. Hast du vorhin nicht aufgepasst? Jetzt haut ab! Entschuldigt mal. Was wollt ihr? Hinter euch, ein dreiköpfiger Affe. Der einzige dreiköpfige Affe steht hier, vor uns. Jetzt haut ab! Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Bring mich hier raus! Ich fühle mich, als würde ich mich verpuppen. Ja, genau so. Verständlich. Ah ja, komm. Achtung! Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine grandiose Idee. Ihr habt doch gesehen, wie die da gerade rumstanden. Und zwar 10 Stück. Ah ja. Ja, wer hat die gleiche Idee? Oh. Aha! Oh oh. Nimm das! Ja, ich glaube, das und muss das. So passieren. Mist! So, ich glaube, jetzt funktioniert es. Aha! Oh oh. Nimm das! Mist! Verdammt! Nutzloses Papiergewicht vernichtet! Ich muss in das Zimmer da. Weil da die Bowlingkugel drin ist. Und ich will die da unten umkegeln. Dann probiere ich das mal über den Kamin. Aber eigentlich müssten die Steuer fahren. Nee, Moment, wir sind im Gestern. Da waren es noch keine Steuerfahnder. Diese Tür ist wohl verriegelt. Macht doch nichts. Diese Tür ist wohl verriegelt. Rausgehen kann ich nicht normal, oder? Doch, kann ich. Grün, bist du in Ordnung? Wie? Ich glaube, es geht ihm gut. Ja, wie soll ich den befreien? Es gibt keinen Befehl, befreie. Wir bewegen ihn besser nicht. Öffne Grüntentakel? Es scheint nicht aufzugehen. Ach so, ja, ärgerlich. Wo ist denn die ganze Armee hin? Ja, von dem bekommen wir wohl keinen. Brecheisen war das Wort. Kein Brecheisen mehr. Wobei ich mich wundere, dass das Auto da ist, von dem Kongressteilnehmer da oben. Aber nicht der Kongressteilnehmer, der da oben eigentlich im Bett schlafen sollte. Was ist da drin? Ist hier alles... Da ist Korrekturflüssigkeit drin. Achso, die kann ich aber nicht nehmen. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Merkwürdig. Das müsste jetzt ja... Moment, ist auch noch die Plastikkotze da? Müsste ja eigentlich. Nee. Verdammt, dann ist die Plastikkotze also an diesem Tag da hingekommen, oder? Sehe ich das falsch? Ja, muss ja. Wahrscheinlich von der Party, der Scherzartikelhändler. Ja, das ergibt Sinn. Sie ist ziemlich kalt. Aha! Oh oh. Ach so. Nimm das! Und das! Mist! Vielleicht sollte ich den statischen Phrasendynamo rejustieren. Ja, ich weiß es. Vielen Dank, Popotentakel. Die liegt zu weit oben. Ja, das sah die mir. Aber ihr werdet euch bestimmt gleich zurückverwandeln, oder? Jawohl. Wundervoll, dann können wir das hier öffnen. Hey! Wo ist der hin? Das weiß niemand so genau. Aber ich weiß, was wir jetzt machen. Eine Runde Bowling spielen. Woo! Hammergeil, Junge. Hehehehe
Oh, ist das geil gemacht. Oh, Strike! Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Doch, du hast uns schon dreimal verkleinert. Eure Anstrengungen sind so lächerlich. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus. Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt. Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Nagetier. So, jetzt schubse ich den einfach um. Die menschliche Rasse ist dem Tod. Das wäre wohl keine gute Idee. Warum nicht? Also, was hast du gegen... Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal, mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Das ist wirklich wahr. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Blödsinn! Ich erfand sie und schickte sie durch die Zeit. Ich wusste, dass Fritz Ego sie für sich beanspruchen würde. Ist das gut für ein Paradoxon? Das ist wirklich ein Paradoxon, das funktioniert nicht. Wer, Fred? Aber es gibt doch nur einen. Richtig. Jetzt wisst ihr, warum ich Menschen hasse. Das verstehe ich nicht. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Hört sich an, als hast du Dr. Fred. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Ja, das sagt schon alles. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Vielleicht macht das ja Spaß. Aber ist ja zumindest mal frei. Das ist ja cool. Mist! Ach so. Das ist ja los. Können wir das ausdiskutieren? Rede. Sicher. Das ist geil. Warte! Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Oh, oh, oh. Ab ins Gulag oder was? Oh, ist das schön. Warum fliegen da... Unsere Arbeit ist getan. Schmetterlinge raus. Jetzt können wir nach Hause. Ja. Leute, das war's. Ja, Kinder. Das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay.
Ja. Idioten! Es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Das ist natürlich peinlich. Aber bewundernswert, dass... Ich glaube, Laverne hat die ganze Zeit getragen. Das waren Lavernes Beine. Laverne, Bogey und Bernhard getragen. Puh, bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ja, so gewisse Veränderungen bleiben. Ja, wunderbar, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, falls ihr jetzt wirklich bis zum Ende geschaut habt. Ich finde, es ist ein wundervolles Spiel, wie gesagt, eines meiner Lieblingsspiele. Das, was ich am Anfang sagte, dass ich kein anderes Day of the Tentacle Let's Play gefunden hätte, möchte ich hiermit gerne nochmal zurücknehmen. Es lag an meiner eigenen Unfähigkeit. Ich fürchte, ich habe es nicht geschafft, German richtig zu schreiben oder ähnliches. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich, als ich mich entschieden habe, so für das Let's Play, also für das Spiel, wollte ich ein Let's Play machen, weil mir das halt so gut gefällt. Und dann dachte ich mir so, guck ich mal, wer hat das schon so gemacht? Und hier und da, und habe dann geguckt und habe wirklich nichts gefunden, nur Englische. Und ich denke einfach, dass ich mich vertippt habe. Bei dem Wort German oder Deutsch, je nachdem, was ich da eingegeben habe. War dumm. Okay, gebe ich zu, aber egal, ich hätte das, glaube ich, so oder so gemacht. Nur dann hätte ich vielleicht am Anfang nicht so ein Bullshit gelabert. Ja, wenn ihr zugeschaut habt, vielen Dank. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Let's Play zuguckt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das sein wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Sacred ist. Wobei ich mir auch schon vorstellen könnte, dass das parallel hierzu läuft. Also dann ist das viel zu spät, die Aufforderung jetzt. Aber guckt das trotzdem. Und, schreibt doch einfach mal, was ihr davon haltet. Ohne mich direkt zutiefst zu beleidigen. Vielen Dank. Dann lasse ich den Abspann noch laufen und bis zum nächsten Mal. Ciao.